Ja, moin Freunde der Badsanierung. Ich bin hier gerade in einem neuen Badezimmer, ein neues Projekt. Da wollte ich euch mal eben zeigen, was hier los ist und was hier passieren wird. Wir sehen schon an den Wänden diese alten hellblauen Wandfliesen. Hier sehen wir auch schon unten stand eine Dusche und gleich daneben Badewanne. Das ist jetzt schon mal rausgekommen, der Klempner, der ist schon fleißig gewesen, hat schon seine Rohrleitungen verlegt, Wasserleitungen neu, Kanal angearbeitet. Das sehen wir schon mal da soweit. Und hier auf der anderen Seite ist es dasselbe. Da haben wir noch die alten Wandfliesen dran. Elektriker ist auch schon in Gang gewesen, hat seine Verkabelung neu gelegt und fertig. Hier auf dem Fußboden sehen wir auch noch die Wasserleitung und Stromleitung hier neu verlegt. Und der Putzspülkasten an der Wand schon befestigt. Und so sieht das jetzt hier erstmal aus. Die Kollegen haben, wie gesagt, jetzt ihre Arbeiten schon mal so weit fertig, dass ich jetzt hier ins Rennen komme und als erstes die alten Wandfliesen abstemmen werde. Also, ihr kennt das schon, als erstes gibt es Krawall. Wichtig vorm Stemmen jetzt natürlich erst nochmal hier die Löcher abzudecken, die mir der Klempner erstmal hinterlassen hat. Die werde ich dann nämlich erst morgen zu betonieren, genau hier vorm WC das auch. Das decke ich mir erstmal mit Schaltafeln ab zum Stemmen, damit mir da nicht der Schutt reinfällt. Und morgen wird das dann zu betoniert. Hätte man noch vorher machen können, aber ich habe jetzt kein Material mit, von daher kommt erst das Stemmen und dann das Betonieren. Ja, dass ich diese Arbeit natürlich nicht in 3 Minuten schaffe, das ist dir ja wohl auch völlig klar. Deshalb, wenn dich das interessiert, das Thema hier, wie du einfach eine Badewanne einfassen kannst, dafür habe ich einen Online-Kurs erstellt, in dem ich dir ganz genau Schritt für Schritt erkläre, wie du das einfach und schnell machen kannst. Wenn dich das Thema eingehender interessiert, klicke auf den Link, trag dich ein und du bekommst dann alle weiteren Informationen. Und dann
dann werde ich die Wandflächen neu verputzen. Auch hier ringsrum, praktisch in den Bereichen, komplett alles neu verputzt, außer hier bei der schrägen am Drempel, da lasse ich die Fliesen dran, da werde ich höchstwahrscheinlich eine Ringipsplatte einfach vorsetzen, vorkleben und dann neu verfliesen. Die neuen Fliesen nachher, die kommen ungefähr auf 1,50 Meter Höhe und nur im Bereich der Dusche, die dann hier in die Ecke kommt. Quatsch, jetzt erzähle ich schon Blödsinn hier. Das stimmt ja gar nicht. In die Ecke kommt eine Badewanne, die als Dusche mitgenutzt wird. Deswegen sehen wir die Anschlüsse hier auch so tief für die Badewanne. Und dort in dem Bereich aus der Ecke raus kommen die Fliesen dann auf 2,20 Meter Höhe bis in die Schräge, in die Dachschräge rein hier. Dort oben, da läuft das dann aus. Und der Rest des Raumes dann eben auf 1,50 Meter Höhe fertig gefliest. Ja, und so geht es dann jetzt erstmal los. Da gucken wir mal, wie sich das hier alles weiterentwickelt. So, jetzt als nächstes werde ich hier, sehen wir auf dem Fußboden, dort wo die Wanne und die Duschwanne stand, ist der Estrich noch tiefer. Genau so die Schlitze hier, wo die neuen Leitungen liegen. Und dort beim WC ist eben auch noch alles offen, die tiefen Krater, wo der Kanal jetzt durchgeführt wurde. Und genauso hier der neue Bodenablauf für die Badewanne nachher. Das werde ich jetzt als nächstes zubetonieren, damit wir hier eine vernünftige, da haben wir es schon, dass ich hier schon ins Stolpern komme, damit wir einen vernünftigen Untergrund haben und uns hier vernünftig bewegen können. Vom Prinzip her ist es egal, man könnte jetzt auch beigehen und zuerst die Wandflächen verputzen und dann den Estrich anarbeiten, aber ich mache es immer lieber so, erstmal unten den Fußboden, damit man vernünftig treten kann und nicht so viele Stolperkanten hat und der Dreck einem in die Schlitze reinfällt und. Also das ist dann jetzt der nächste Punkt, den Estrich anzuarbeiten. Erstmal grob, die Feinarbeiten, naja, die kommen dann später. Dann nach den Estricharbeiten werden die Wandflächen neu verputzt. Schön die tiefen Ausbrüche natürlich erstmal, sowas wie das hier, wieder ausgemauert und schon mal vorgeputzt, die tieferen Stellen. So, dann die Wandflächen neu verputzen. Hier unten sieht man es auch ganz gut, wo die Leitungen hochlaufen, das putzen wir oder putze ich nachher alles erstmal vor, bevor die eigentliche Wandfläche dann verputzt wird. Zwischendurch mache ich natürlich noch, sehe ich gerade, dann hier den Unterputzspülkasten fürs wandhängende WC. Das ist ein Trockenbaukasten, den werde ich dann noch mit Rigips verkleiden. Das zeige ich euch aber alles genau dann. Na komm. Falsch rumgedreht. Na super. Aber das zeige ich euch dann alles genau im Detail, wie ich das mache. Also der nächste Arbeitsschritt ist dann erstmal hier den Estrich anarbeiten. Jetzt geht es daran, hier den Estrich zuzumachen und die Deckenlöcher hier zu verschließen. Wir haben hier eine Hohlkammerdecke von 50 cm. Ja, also ein Hohlraum von 50 cm. Und nun muss ich ja irgendwie hier sehen, dass ich dieses Loch hier zukriege. Vor allen Dingen auch schön die Flanken hier von dem alten Estrich, damit der sich gut verbinden kann.
So, das ziehe ich mir jetzt hier mit der Wasserwaage ab. Schöne Waage. Also ich lege einfach hier auf den alten Estrich auf und ziehe mir das in Waage rüber nach rechts. Und so nähern wir uns da dann an. So, einmal überreiben. Nur so, dass an der Oberfläche die Poren zu sind. Und so lassen.